So, hallo liebe Freunde und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei H1Z1. Wir spielen eine ganz normale Runde Battle Royale und dann werden wir mal sehen, wie weit wir hier kommen. Ihr seht, die Server sind voll. 159 Leute. Einer könnte eventuell noch rein. 160, okay, da ist er. Und ja, dann sehen wir uns gleich in der Arena. Bis dahin. So, da geht's auch schon los. Oh, schaffen wir das? Schaffen wir das als erstes da anzukommen? Das wäre natürlich grandios. Okay, wir sind auf jeden Fall nicht alleine. So viel ist schon mal klar. Und... Shit, der ist früher da. Abbruch. Mission abbrechen. Wenn er seine Waffe schnell genug findet, kann er mich vielleicht so noch aus der Luft schießen. Weiß gar nicht, ob das geht. Kann man, wenn man so schnell landet, dass noch jemand in der Luft ist, kann man den schon in der Luft töten? Interessante Frage. So, wie ihr mitbekommen habt, gab es ja in den letzten Wochen mal wieder ein bisschen unregelmäßig Folgen. Ich werde das jetzt halt so handhaben, dass ich die Folgen jetzt immer aufnehme. Quasi Wochenende aufnehme und dann in der Woche hochlade. Das mit denen jeden Tag live aufnehmen und dann gleich an dem Tag noch hochladen, das hat wunderbar funktioniert, wie ihr seht. Nicht. Also, werden wir das doch so machen, dass ich die Wochenende aufnehme. Oder eventuell, wenn ich halt mal Zeit habe, mache ich zwischendurch mal noch ein bisschen was. Aber ja, ihr seht ja, sonst wird's einfach nichts, sonst kriege ich das zeitlich einfach nicht hin. Ist alles ein bisschen eng bemessen. Aber ich will es halt auch nicht aufgeben, ich will das hier trotzdem weitermachen. Und deswegen dieser Schritt. So, aber schön, dass wir darüber geredet haben. So, wie ihr seht, wir sind wieder passend gekleidet für unsere Mission. Damit meine ich nicht die Brille, ich meine das T-Shirt. Hier war doch irgendwo ein Haus. Hä? Als wir in die Richtung geflogen sind, war hier irgendwo ein Haus. War das so weit weg, da hinten? Nein, das kann es doch nicht sein. War doch nicht so weit. Echt jetzt? Oh, warte mal, hier ist ein Campingplatz. Mit einer Shotgun, nice. Und ein Rucksack. Und ein Helm. Tape, ja, brauchen wir unbedingt. Ja, die Soundanimation ist auch perfekt. So, jetzt sind wir immer noch auf der Suche. Da hinten ist auf jeden Fall irgendwas. Aber es ist nicht das Haus, was ich gesehen hatte. Irgendwo war hier so ein Holzhaus, so ein braunes. Ein braunes Holzhaus, was für ein Wunder. Ja, ihr wisst, was ich meine. Das da hinten war es aber nicht. Das ist... Nein, das war nicht so weit weg. Oder doch? Ach, ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal jetzt hier den Berg hoch. Ob da drüben noch was ist. Da hinten ist eine Stromleitung, also ein Strommast. Könnte auch Telefonkabel sein, ich weiß es nicht. So, wie sieht's aus? Alles leer. Ach ja, beides Gamescom, Freunde. Ich freue mich schon riesig wie ein kleines Kind. Einfach aus dem folgenden Grund. Es ist Gamescom. Mehr braucht man dazu, glaube ich, nicht sagen. Gamescom ist was Schönes. Gamescom fetzt. Es wird schön warm und kuschelig. Ich hoffe, es ist nicht so wie letztes Jahr, dass es da so total überfüllt ist. Also nicht total überfüllt, aber halt, ja, sicher. Ja, wenn man halt ein schönes Spiel angucken will, worauf man sich lange freut, worauf sich alle freuen, dann steht man halt mal 3 Stunden. Ist dann halt so. Ein Freund von mir hat noch erzählt, letztes Jahr war er bei welchem Spiel war denn das? Ich kann gerade gar nicht mehr sagen, bei welchem Spiel. Auf jeden Fall war das eins mit Altersbeschränkung. Und er stand dann wirklich 3 Stunden, sogar etwas länger als 3 Stunden in der Schlange. Da
das ist schon echt Wahnsinn. Und er hat gesagt, als sie dann vorne waren, als sie dann quasi spielen durften, war noch ein Junge vor ihm. Und es gibt ja so Armbändchen dann, ja, wegen Alter und so weiter. Aber die Leute wollten trotz des Armbandes halt nochmal den Ausweis sehen, zum Vergleich. Und der Junge hatte keinen Ausweis mit. Kein Ausweis bedeutet kein Spiel. Das heißt, der Junge hat da über 3 Stunden angestanden und durfte dann gehen, weil er keinen Ausweis mit hatte. Ja, also nur mal so läuft bei ihm. So, was haben wir hier? Ein Helm und ein Rucksack. Ich höre die ganze Zeit Schüsse, aber ich kann absolut nicht sagen, von wo die kommen. Ich würde ja schätzen, da von der Brücke, ja klar. Ah, da hinten. Da hinten ist doch dieses komische kleine, dieses Kreisdorf da, oder? Was so direkt an der Straße liegt. Ist das da? Könnten wir vielleicht mal hingucken. Ja, ich weiß, total schlaue Idee. Da kommen Schüsse her, da gehen wir hin. Aber da sind Häuser. Und Häuser sind nicht verkehrt in diesem Spiel. 66 Leute leben noch und wir sind ja auch bewaffnet, ja. Wir können ja auch was machen. Ist jetzt nicht so, dass wir wehrlos sind. Aber ihr kennt meine Skills, was das Schießen angeht. Das ist natürlich eine andere... Naja, was soll ich sagen? Ihr wisst es. Für die, die es nicht wissen, hier gibt es noch ganz viele andere Folgen von mir. Schaut euch die an. Hab eine Menge verpasst. So, jetzt überlege ich gerade, wo gehen wir denn jetzt hier am besten hoch? Gehen wir gleich das erste hier oder gehen wir hier? Okay, es ist auf jeden Fall nicht das kleine Dörfchen, was ich gedacht hatte, was es ist. Wo sind wir überhaupt? Wir sind F9. Shit. Wir müssen ganz dringend nach Norden. Da lang. Okay, wir laufen die ganze Zeit voll in die falsche Richtung. Wir sind komplett am Arsch. Außer wir finden hier ein Auto. Hier gab es, glaube ich, viele Autos, ne? Waren wir hier nicht? Ja, hier waren wir schon mal. Hätten wir, glaube ich, 3 oder 4 Autos gesehen. Jetzt ziehen wir kurz aus. Okay, das Ding ist halt, wir würden es, glaube ich, zu Fuß sowieso nicht mehr schaffen. Was denn jetzt? Oh. Deswegen würde ich jetzt einfach mal hier irgendwo ein Auto aufzutreiben. Da hinten liegt irgendwas, ne, das ist auf dem Kopf. Mit einem Auto auf dem Kopf kann ich auch nichts anfangen. Hier können wir nochmal reingucken. Aber hier ist auch nichts. Entschuldigt bitte, wenn ich immer nichts sage, während ich gerade ein Haus betrete, weil ich dann einfach auch hören möchte, ob ich Schritte höre von jemand anderem. Nicht nur die von mir. Aber ist nicht so. Die Muni, da brauchen wir nicht. Okay, wir brauchen jetzt wirklich dringend ein Auto. Wir haben, glaube ich, auch nicht mehr so viel Zeit jetzt. Kann doch nicht sein, dass in diesem ganzen Dorf hier nicht ein Auto rumliegt. Oder steht. Oder wie auch immer. Als habe ich mich vor dem Feuer... Okay, auf jeden Fall sind wir hier nicht alleine. So viel ist klar. Und die Jungs sind besser bewaffnet als wir, so viel ist auch klar. Revolver, brauchen wir alles nicht. Okay, jetzt müssen wir uns beeilen. Wir brauchen jetzt ein Auto. Hier steht keins. Probieren uns weiter. Steht auch keins. Da stehen nur 2 auf dem Kopf. Die kann man aber nicht fahren. Oh shit. Ich glaube, wir müssen einfach wirklich so nach Norden laufen. Oh, das wird noch ein weiter Weg, Freunde. Das wird ein verdammt weiter Weg. Und ich weiß gerade nicht, wie viel Zeit wir noch haben.
Stand irgendwas im Chat? 30 Sekunden, oh Gott. 30 Sekunden, wir müssen drei Felder überwinden, ne? Aber wir haben ja die 30 Sekunden plus die Spawnzeit des Gases, was ja auch nochmal eine ganze Weile dauert. Aber das wird eine ganz enge Kiste. Ist hier noch Medikit? Nein. Okay, wir haben zwei Medikits und noch ein paar Bandagen. Okay, 10 Sekunden, 5 Sekunden. Okay. Jetzt kommt das Toxic-Gas. Das Toxic, das giftige Gas. Und, oh Gott, wir müssen auch noch über den Berg drüber. Läuft ja bestens. Haha. Ja. Okay, kein Problem, wir schaffen das, Freunde. Ich glaube jetzt einfach mal dran. Boah, wenn man Pokémon Go ja, in dieses Spiel integrieren könnte. Stell dir vor, was man hier rumläuft an Kilometern. Nur am Laufen und hier kurz anhalten. Bup, oh, Hornliu, ganz selten. Oh, 10 Taubsies. Habe ich ja noch gar nicht. So, wisst ihr? Das wäre doch mal was. Aber naja. Muss man ein bisschen schneller laufen, Mädchen. Nur noch 36 Leute. Aber die haben schon gut ausgenüsset. Und ich glaube, es sind gleich nur noch 35, weil wir sind immer noch bei F8 und wir müssen immer noch zu F6 und da kommt ein Riesenberg. Wo ich noch nicht weiß, wie wir da am schnellsten, obwohl war nochmal da, glaube ich. Da ist, glaube ich, die beste Stelle, drüber zu laufen. Das wird eng, Freunde. Das wird eng. Dieses Rumgelaufen ist immer ziemlich langweilig. Ihr könnt ja mal die Kommis schreiben, wie ihr das am liebsten haben wollt. Ob wir das jetzt so wie jetzt machen quasi, halt über irgendwelche Sachen reden, irgendwelchen Krimskrams aus dem alltäglichen Leben aufgreifen. Oder ob ich quasi einfach meine Schnauze halten soll und wir schneiden das raus. Ja, wir können das auch einfach wegschneiden, dieses Gelaufe, und dass ich nur die Action-Szenen reinpacke. Oder wir lassen es, wie es jetzt immer war, volle Zeit. Ich meine, wenn es euch langweilt, ihr könnt auch einfach vorspulen, ja. Ich sag jetzt, ihr könnt jetzt noch mindestens 2 Minuten bei YouTube vorspulen, wenn sie mal ungefähr da, wo wir sind. Aber da verpasst ihr halt wirklich diese engelsgleiche Stimme, die euch sagt, Alter, müssen wir noch weit laufen. Da hinten kommt das Gas. Aber wir haben gleich den Berg geschafft, das ist schon mal gut. Hier haben wir eine echt gute Stelle erwischt. Da haben wir schon mal Glück gehabt, was das angeht. F7, okay. War doch nicht so weit, wie ich dachte. Jetzt ist nur noch das eine Feld, was wir überwinden müssen. Und gleich geht's bergab. Also gleich, nachdem wir hier bergauf gerannt sind. Aber das Schlimmste haben wir eigentlich schon überstanden. Ich meine, selbst dieses eine Feld, selbst wenn das Gas jetzt kommt, das schaffen wir auch so nochmal mit dem Medikit uns dazu verpflegen. Okay, es kommt näher. Also ja, klar kommt es näher. Wäre ja komisch, wenn nicht. 31 Leute noch. Wir sind quasi wie so ein, wie Ninja. Ja, wir sind in diesem Spiel einfach unsichtbar. Und wenn dann nur noch 3, 4 Leute da sind, dann lassen wir uns sehen. Wie ein Ninja. Komm, jetzt rutsch mal hier runter, rutsch mal runter. Backen. Ja, los, es geht doch viel schneller. Ich will nicht springen, weil ich habe irgendwie die Befürchtung, wenn ich jetzt springe, bin ich tot. Ich habe immer das Gefühl, du sprintet schneller, als dass sie bergab läuft. Was irgendwie komisch ist. Oh, nur noch 29. Haben die sich jetzt gegenseitig getötet? So schnell, wie das ging? Wäre auch nicht schlimm. Was schön wäre, wenn wir ihre Leichen finden würden und die Waffen wenigstens noch klauen können. Das wäre nicht schlecht. You are in the toxic gas. You are in the toxic gas. Ja, ist doch gut. Aber nicht mehr lange. Hoffe ich.
Boah, der Nebel ist aber auch dicht. Man sieht ja echt gar nichts mehr. Das haben die auch mit irgendeinem Update mal hochgenommen, ne? Dass dieser Rauch einfach viel dichter ist, dass man halt nicht mehr so viel sieht, wenn man drinnen steht. Aber ich habe das Gefühl, es wird weniger. Kann aber auch sein, dass ich mich einfach nur irre, weil ich hoffe, dass ich hier gleich raus bin. Alter. Wann hört's denn auf? Wir sind doch schon F6. War hier nicht Ende bei F6? Oh. Wir müssen noch weiter. Oh. Wie weit denn noch? Ich dachte, bei F6 war Ritze. Oh. Oh. Was ist das? Nein, bergab heißt immer, es geht auch gleich wieder bergauf. Oh nein, 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 nein. Wo sind wir hier? Bitte, bitte lauf da hoch. Nein, 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 nein. Oh Gott, warte, Moment, Moment. Wir nehmen gleich beide. Ich höre hier sogar noch Schüsse. Das heißt also, irgendwo muss es hier sicher sein, wenn die Leute Zeit haben, sich zu beschießen. Ach komm schon, es muss doch hier irgendwo aufhören. Es wird doch immer weniger. Ja. Nein. Ich glaube, da vorne ist aber Schluss. Los, 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 lauf, lauf. Ja. Hä? Okay. Das Medikit heilt uns gerade schön gegen. Alter, wie weit denn noch? Haben wir es geschafft? Nein. Wollt ihr mich verarschen? Wir sind gleich F5. Und dann release das Toxic Gas schon ein zweites Mal und dann war's das auch wieder. Ja, toll. Das war's. Hier kommen wir nicht mehr hoch, Freunde. Wir sind tot. Wie weit denn noch? Nein! Nein! Ey, wir haben noch fünf Leute überlebt, während wir in dem Toxic Gas waren. Hä? Also ich muss mir das gleich selber nochmal angucken in der Wiederholung. Ich dachte, bei F6 war Schluss. Wie weit ging denn das noch? War das F5? Naja. Gut, das war's dann für diese Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da oder abonniert meinen Channel. Wir sehen uns ab jetzt dann wieder, wie gesagt, regelmäßig. Ich werde das jetzt alles so machen, dass ich die ganze Woche regelmäßig meine Folgen rausbringe. Dafür halt nicht Tag für Tag. Also, dass ich halt nicht. Ich habe es ja jetzt so gemacht, dass ich aufgenommen habe, dann gerendert und dann gleich hochgeladen, so dass jeden Tag quasi live war, damit ich auf die Kommentare eingehen kann und so. Das werde ich jetzt aber wöchentlich machen. Ich werde am Wochenende die Folgen fertig machen für die Woche, damit ihr regelmäßigen Stoff habt, ne? Und ja, ich hoffe, ihr bleibt dabei. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.